Moin, moin, liebe Freunde der alternativen Klemmbausteine. Alter, ist das ein Riesengebäude. Ein neues Set von Mold King aus der Magic World Reihe. Die Setnummer 16041. Könnte man meinen, es passt zu Harry Potter. Ist natürlich keine Harry Potter Lizenz, sondern nur angelehnt an das Weasleys Wizard Wheezes. Zu Deutsch heißt es, glaube ich, Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Und dieses Gebäude ist echt riesig. Ich habe einfach, um das mal zu zeigen, das Größenverhältnis, nochmal hier ein Modular Building von Mold King auf den Tisch geholt. Das ist die Art Gallery. Die 16043, die ich ja vor ein paar Wochen vorgestellt habe, die ist auf einer ganz normalen 32x32 Baseplate. Das Gebäude hier steht auf keinen Baseplates, sondern auf normalen Plates, und zwar insgesamt eine Fläche von 40x40. Hat insgesamt 3363 Teile. Hier die Art Gallery hat sogar noch mehr Teile, 3500 um den Dreh. Ist aber vom Volumen her kleiner. Ich glaube, im Video kommt es nicht ganz so gut rüber, wenn ich es so auf dem Display sehe. Dieses Gebäude ist echt riesig. Also krass. Ich habe das mir echt nicht so groß vorgestellt. Und ich hatte auch vielleicht ein bisschen andere Erwartungen vorab. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber ich wusste zunächst nicht, dass das Gebäude so groß wird. Also ich war echt überrascht. Und es sind sehr, sehr viele große Teile verbaut. Also wir haben 3363 Teile. Und nicht nur 1x1 Fliesen oder sonst was, sondern wirklich viele große Teile. Große Panels, große 1x16 Bricks. Also wirklich fantastische Teile dabei. Und Bauspaß war natürlich auf jeden Fall vorhanden. Das Set, ja, in Deutschland noch nicht zu bekommen, ist noch ganz neu auf dem Markt, jetzt zum Zeitpunkt, als das Video rauskam. Bekommt ihr in China, wenn ihr es kauft, bei AliExpress und den sonstigen bekannten Händlern, müsst ihr mal gucken, der Preis variiert so zwischen 135 und 150 Dollar, plus minus, ist mal mehr, mal weniger. Denkt natürlich, wenn ihr es nach Deutschland importiert, dann kommt da noch Zoll hinzu. Aber roundabout vielleicht 125 Euro ist so der Preis, den ich ungefähr bezahlt habe. Und bei 3363 Teilen macht das dann einen 100er Teilepreis von 3,72 Euro oder ein Teil 3,7 Cent. Wenn es hier in Deutschland kommt, dann wird es natürlich ein bisschen teurer sein, denke ich. Also ich glaube schon 150 Euro, wenn nicht sogar mehr, weil ich habe geguckt, bei Mold King, der Einkaufspreis von diesem Set und den weiteren, die es in dieser Reihe gibt, ist schon sehr hoch. Das ist auch eine Frage an euch. Also ich habe bei Mold King geguckt, es gibt dieses Set. Und es gibt noch drei weitere dazu, die da passen. Drei weitere Gebäude, das ist die 16038, 16039 und 16040. Ich verlinke die mal alle unten in der Videobeschreibung. Die sind im Einkaufspreis schon deutlich höher als so eine Art Gallery oder sowas. Vermutlich, weil viele große Teile verbaut sind, die alle auch ein bisschen mehr kosten als 1x1 Fliesen. Deswegen ist der Einkaufspreis höher und ich vermute mal, dass die dann hier in Deutschland auch ein paar Euro teurer werden. Sonst ist der Durchschnittspreis bei 100 Teilen bei Mold King ja immer so für 4,30 Euro. 4,50 Euro, das wären dann bei der Anzahl an Teilen 150 Euro, aber da es viele große Teile sind, der Einkaufspreis schon recht hoch ist, denke ich mal, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen teurer werden wird. Und jetzt die Frage an euch, ich habe jetzt vor kurzem erst bei Mold King bestellt, wenn ich jetzt meine nächste Bestellung bei Mold King aufgebe für meinen Shop, interessieren euch die Gebäude aus der Magic World Reihe, wollt ihr die auch haben? Wenn ja, dann bestelle ich die auch mit, dann gucke ich mal, was ich da für einen Preis machen kann, dass ihr die so günstig wie möglich bekommt, wenn ihr es nicht direkt in China kauft, das ist natürlich die Alternative. Ja, ich fange vielleicht von außen an, also es gibt ein bisschen was zu erzählen, es ist auch schwer alles zu zeigen in dem Gebäude, ich fange jetzt erstmal außen an. An der Front. Also ihr kennt diese Szenerie vielleicht aus den Harry Potter Filmen, woran das Gebäude ja angelehnt ist und wird mit Sicherheit auch ganz gut in eure Harry Potter Welt passen, auch wenn es keine Harry Potter Lizenz ist. Hier vorne haben wir diesen, aus dem Film kennt ihr es vielleicht, wenn ihr Harry Potter Fans seid. Ich habe die Filme irgendwann mal geguckt, ist schon lange her, deswegen habe ich es noch schwach in Erinnerung. Da ist dieser Mann mit dem Hut, wahrscheinlich einer der beiden Weasleys, und dahinter oder auf dem Kopf sitzt dann, ich glaube in dem Film, ein weißer Hase, und dann geht der Hut runter und dann ist der weiße Hase weg. Hier sitzt kein Hase, sondern hier sitzt eine Eule hinter. Zwar kann ich vielleicht meinen Hut beiseite machen und die Eule kann man hervorscheinen lassen, indem man hier an so einem Rädchen dreht und dann bewegt sich die Eule hin und her. Und dann solltet ihr die Eule da hochhüpfen sehen. Das klemmt manchmal ein bisschen, funktioniert aber
häufig sehr gut, dass ich hier an dem Rädchen drehe und die Eule dann hoch und runter hüpft, ist aber nicht wie im Film ein Hase. So. In dem Film ist es aber auch so, dass der Hut sich hier bewegt. Ich hatte eigentlich von anfangs gedacht, dass auch durch diese Konstruktion, als ich die dann gebaut habe, das war irgendwann Bauabschnitt 2 oder 3 von insgesamt 9 Bauabschnitten, die es gibt, dachte ich, man baut diese Konstruktion und es würde sich auch dieser Hut hier hoch und runter bewegen, dass das die Konstruktion dafür ist. Und ganz am Ende in Bauabschnitt 9 oder sowas hat man dann erst die Eule da drauf gesetzt und den Hut fertig gebaut, diesen Zylinder. Und dann habe ich gesehen, ach schade, das ist ja gar nicht der Zylinder, der sich hoch und runter bewegt, sondern nur diese blöde Eule, die dahinter sitzt. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es irgendwie eine Konstruktion gegeben hätte, dass man hätte den Zylinder bewegen können. Auch hier bei mir in der Bauanleitung ist es so, dass der Zylinder so ein bisschen vom Kopf absteht. Also hier müsste eigentlich viel, viel mehr Spannung auf dem Scharnier sein. Ist aber recht locker, dementsprechend kann ich das nicht hier frei positionieren, sondern muss es auf dem Kopf ablegen. Ist aber auch nicht so wild. Ja, können hier aber lustig am Rädchen drehen und dann hüpft hier die Eule hin und her. Das war es aber auch eigentlich schon an tollen Funktionen im Set. Aber wir haben noch tolle andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Hier vorne die Front, sehr, sehr viele Fenster, alles in Orange gehalten, allgemein sehr viele bunte Farben. Ihr seht gleich auch, wenn ich das Gebäude drehe, hinten ist alles bunt in verschiedenen Tönen und Farben, alles durcheinander gewürfelt. Das passt aber auch irgendwie dazu. Bei den Scheiben müsst ihr aufpassen, also was heißt aufpassen, vielleicht solltet ihr darauf achten, dass wenn ihr baut, ich glaube im Bauabschnitt 2 oder so baut man das erste Mal Fenster. Die Fensterscheiben liegen dann aber nicht im Bauabschnitt 2 in diesen Tüten mit dabei. Da musste ich erstmal alle anderen Beutel, also es gibt 9 Beutel, durchgucken, wo die liegen. Die lagen dann, ich glaube, in Bauabschnitt 9 oder 8 waren die Glasscheiben dann mit drin, obwohl man die in den Bauabschnitten vorher schon öfter braucht. Solltet ihr nur wissen. Ja, wenn ich hier drehe, dann seht ihr, hier kommen schon die ersten Panels hervor. Ach so, das kann ich vielleicht noch zeigen. Und zwar dieses Fenster hier. Moment, wo ist es? Hier. Das ist schräg eingebaut. Das zeige ich gleich von innen, wie das gelöst ist. Das ist echt cool eigentlich mal. Ne? Passt natürlich zu dieser magischen Welt. Da sind die Fenster auch nicht immer alle ganz gerade. Und hier ist ein schräges Fenster. So, hier schon einige Panels verbaut. Wir haben hier noch vor dem Gebäude eine kleine Gasse. Das ist, glaube ich, ein Schild. Da steht Dragon Street drauf. Das sind Aufkleber. Es gibt einige Aufkleber hier in dem Set. Mold King typisch. Keine Prints, sondern nur Aufkleber. Ich habe die auch alle draufgeklebt und ich zeige die dann gleich auch. Die anderen beiden Seiten sind jetzt nicht so spektakulär. Wir haben hier hinten nochmal eine große Fläche mit sehr, sehr vielen Panels. Da seht ihr es. Also hier sind schon unendlich viele Panels, dann sind hier teilweise einmal 16 Bricks verbaut worden und nicht gerade wenig. Wir haben sehr, sehr große Plates, auf denen das alles draufsteht, immer doppelt geschichtet. Das hat eine wunderbare Stabilität, also hier wackelt nichts. Echt klasse gelöst und sehr, sehr viele große Teile, die man auch immer wieder irgendwo anders verwenden kann. Zumindest hier in Dark Bluish Gray, Light Bluish Gray. Gut, das Lila und Orange ist vielleicht ein bisschen exotischer, da muss man schon gucken, wo man das verwenden kann. Aber auch da immer sehr viele große Teile mit verbaut. Hier die Seite auch nochmal, nur sehr große Panels, mal nach außen mit der Öffnung, mal nach innen, also so ein bisschen willkürlich. Aber das passt irgendwie zu diesem Gebäude, dass das so durcheinander ist. Wir haben hier auch Bricks verbaut, Technik-Bricks mit Löchern drin, also alles durcheinander. Und hier seht ihr auch, sind Scharniere. Das Gebäude ist nicht modular abnehmbar, sondern wir können das gleich, das zeige ich, wie so ein Puppenhaus auseinanderklappen und in diesen zwei verschiedenen Hälften dann theoretisch auch spielen. Ich nehme am besten mal diese Achspins, diese Technikpins hier raus, wenn ich sie rauskriege, damit ich das Gebäude gleich vernünftig weiter aufklappen kann. Boah, die hängen echt fest. Also die klemmen hier ordentlich drin. Dann kann ich das Gebäude nämlich gleich schön komplett bis zum Anschlag aufklappen. Wenn die Technikpins da drin sind, dann funktioniert das nicht. Ja, und hier sind wir dann auch schon wieder auf der Vorderseite. Nochmal ein tolles, ja, wie nennt man es vielleicht? Es ist kein Schild, es ist eher schon eine Skulptur oder sowas, die hier vorne an dem Gebäude dran ist. Ansonsten, das Dach habt ihr gerade gesehen, sieht von allen Seiten gleich aus. Ich würde sagen, ich öffne das Gebäude mal, weil das Interessante ist vermutlich eher in dem Gebäude drin. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, wenn ich das Gebäude öffnen will, dass man hier vorne dieses Dach abnehmen muss. Das Gebäude teilt sich nämlich hier mittig. Seht das? Hier ist, ja, hoffentlich seht ihr das, hier ist ein Spalt.
Und das geht hier hoch und da sitzt dann natürlich dieses kleine Vordach drüber. Und das ist hier aber aufgenobbt auf einem Stud. Dementsprechend muss ich das abnehmen, um das Gebäude öffnen zu können. Hier ist ein Stud. Hier ist es befestigt, ist auf der Seite befestigt. Und wenn es drauf ist, dann geht es nicht auf. Außer ihr macht es mit Gewalt, dann reißen hier aber auch ein paar Teile ab. Aber wenn man das kleine Dach abnimmt, dann kann man das Gebäude öffnen. Das funktioniert ganz gut. Das ist hier auch mit einem Technik-Pin zusammengesteckt. Wo ist er? Hier unten ist so ein Brick mit einem Technik-Pin dran. Der geht dann auf der anderen Seite rein. Dann hält das fantastisch. Also man kann das Gebäude sehr gut transportieren. Das ist echt stabil. Das geht nicht auseinander. Die Art Gallery, die ich gerade hier nebengestellt habe, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Ist sehr, sehr schwer hochzuheben, zu transportieren. Sehr wackelig, weil es da nur mit diesen ganz kleinen Scharnieren festgehalten wird. Hier sind das richtige Bricks, die als Scharnier genutzt werden. So, dann enthülle ich mal das Innenleben und nicht enttäuscht sein. Es ist nicht gefliest. Das ganze Gebäude ist nicht gefliest. Wusste ich vorher nicht, habe ich mir dann in der Bauanleitung angeguckt und denke mir, schade, keine Fliesen. Was meint ihr? Müssen Gebäude heutzutage gefliest sein oder sind wir einfach in letzter Zeit verwöhnt, dass viele Hersteller das machen? Also ihr kennt es ja zum Beispiel auch von Mold King und anderen Herstellern, Lego sogar. Die fliesen mittlerweile sehr, sehr viele Gebäude, dass komplett alles durchgefliest ist, man teilweise nicht mehr Minifiguren aufnoppen kann. Und dann kommt hier wieder was Neues von Mold King und es ist keine einzige Fliese auf dem Boden. Mein erster Eindruck war, schade, am Ende aber... Ich glaube, es hätten locker nochmal 1000 mehr Teile reingemusst, um das ganze Gebäude auf allen Ebenen zu fliesen. Und deswegen war ich dann nicht mehr ganz so traurig, als ich gesehen habe, wie groß das Gebäude wird und wie viel Fläche ich hätte fliesen müssen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr meint. Hättet ihr es lieber gefliest oder seid ihr vollkommen zufrieden damit, dass es nicht gefliest ist? Jetzt muss ich gucken, wie ich euch das zeige. Ich mache das, denke ich, mit vielen Nahaufnahmen, weil ich hier auch mal so ein bisschen reingucken muss. Und es ist sehr schwer, hier ein bisschen was zu zeigen, wenn ich das nicht mit Nahaufnahmen machen würde. Weil man kann hier keine Dächer mehr abnehmen, kann keine Etagen mehr abnehmen. Es ist alles sehr verschachtelt. Es steht ein bisschen was rum. Es könnte aber auch wirklich ein bisschen mehr rumstehen. Also teilweise wirken so einige Bereiche in diesem Gebäude so ein bisschen verloren, dadurch, dass es sehr groß ist. Aber an einigen Stellen meiner Meinung nach noch Einrichtungsgegenstände hin könnten. Aber er würde natürlich alles mehr Teile fressen und am Ende sich auch im Preis widerspiegeln. Deswegen fange ich vielleicht mal unten im Erdgeschoss an. Ihr seht, das ist alles hier so ein bisschen frei übergehend mit Treppen und dann habt ihr immer so einen Vorsprung. Aber hier im Erdgeschoss auf der Seite erstmal sieht man von hinten so eine Minifigur. Das ist keine ganze Minifigur. Das könnte vielleicht auch beim Import ein bisschen problematisch sein, weil ihr wisst das ja mit dem, ne, mit den Minifiguren von Lego. Da gibt es gerne mal Probleme. Und hier ist ja so eine halbe Minifigur dabei. Und schaut mal her, da fehlt eine Hand. Die Minifigur hat bei mir nur eine Hand. Die sollte natürlich zwei Hände haben, aber irgendwie fehlt eine. Die ist nirgendwo aufzufinden gewesen. Dementsprechend werde ich hier einfach mal den Händler, bei dem es gekauft wird, anschreiben. Das funktioniert eigentlich problemlos. Dauert natürlich dann ein paar Wochen, dann kommt ein Ersatzteil. Es gibt noch ein zweites Teil, was bei mir fehlt, hier am Kronleuchter. Das zeige ich dann, denke ich, gleich, wenn wir da angekommen sind. Aber sonst hier der Oberkörper mit einer Minifigur ohne Gesicht. Steht hier rum. Dann haben wir hier in der Mitte nochmal einen Tisch mit Geschenken oder sonstigen Schmu, der hier verkauft wird in dem Zauberscherzartikelladen von den Weasleys. Hier gibt es echt nochmal so ein paar Regale, in denen immer wieder irgendwelche Dekorationsgegenstände drin sind von irgendwelchen Kisten, in denen sich wahrscheinlich Scherzartikel befinden, über zu, ja, hier auf der Seite. Da ist noch ein Dreizack drin und sonstige Sachen. Also ich denke, da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen, was das am Ende sein soll. Und dieses Set, dadurch, dass man es so aufklappen kann und dadurch, dass man sehr, sehr viel Platz in dem Gebäude hat, eignet sich hervorragend für, ich sag mal, eine jüngere Generation zum Spielen. Und ihr wisst ja, die Fantasie der Kinder, die ist grenzenlos. Dementsprechend kann man sich hier auch wunderbar irgendwas ausdenken, was das alles sein soll. Hier auf der Seite neben dem Erdgeschoss nochmal der Durchgang von der Gasse, die Dragon Street, so wie es auf dem Straßennamensschild steht. Und ja, das ist das Erdgeschoss. Wie im Film auch nochmal hier so hohe Regale in der Mitte, in denen irgendwelche Sachen drinstehen. Hier in dem Fall irgendwelche Pflanzen und
Da unten sind zwei schwarze Köpfe ohne irgendwas drauf. Also da kann man sich wirklich überlegen, was das sein soll, wenn man da mitspielt. Dann geht es hier, das ist die andere Seite, aber hier geht es dann in die erste Etage. Und da sieht man schon, es wird ein bisschen leerer. Natürlich haben wir jetzt nicht mehr die ganze Ebene komplett, sondern eigentlich nur noch den Außenbereich. Da steht hier an der Seite nochmal so ein bisschen Deko oder sieht so ein bisschen aus wie eine Waage. Könnte aber auch eine Lampe sein oder sowas. Da seid ihr auch gefragt oder vielleicht ist es auch irgendwas, was dem Harry Potter-Universum nachempfunden ist, was ich halt nur gerade nicht kenne. Ja. Genau, dann hier an der hinteren Wand, da stehen aber schon keine Regale mehr. Dafür gibt es hier nochmal ein Regal. Was steht da drin? Da stehen ganz viele von diesen Cones und so drin. Könnten irgendwelche Getränke oder Scherzartikel-Getränke sein. Und wir haben hier eine Tür. Die Tür führt in einen, ich sag mal, ja, nicht direkt versteckt ist er ja nicht, dadurch, dass man die Tür sieht, aber in einen Hinterraum, der nur für Personal wahrscheinlich ist. Also hier gibt es keinen Zutritt für Kunden. Und in diesem Raum, ja, da verwahren die Weasleys ihr Reichtum auf, beziehungsweise eventuell ihre Einnahmen, ihre Tageseinnahmen, vielleicht Tresorraum, weil da liegen ganz, ganz viele Golddublonen und ich glaube, zwei Diamanten sind da auch noch drin. Und auf dem Boden, da schleicht sich eine Maus rum. Da muss ich mal gucken, wie ich das einfangen kann. Denn hier vorne auf der Vorderseite unterm Regal, das kann ich jetzt so nicht zeigen. Vielleicht kriege ich es in der Nahaufnahme hin. Wenn nicht, dann verzeiht es mir bitte. Da ist einfach ein Loch im Boden freigelassen, also in der Wand freigelassen worden. Ein 1x1 Brick sozusagen frei als Mauseloch noch. Da guckt die Maus dann durch. Man wird es von der Seite hier sehen, dass die Maus da unter dem Regal durch so ein 1x1 Brick großes Loch durchguckt. Das sind kleine Details, auf die wurde geachtet und das sind, finde ich, ganz nette Details, wenn man sowas einbaut. Ja, dann wird es hier nochmal mit einer Treppe in die zweite Etage gehen. Also da oben seht ihr aber schon fast gar nichts mehr. In den beiden Ecken stehen dann nur noch so zwei Diamanten oder sowas, diese Rohdiamanten oder Erze in Rot. Und mehr ist dann da oben nicht mehr. Da gibt es auch keinen Zutritt für Kunden, vermute ich mal, weil hier ist die Treppe gesperrt. Da ist dann so eine Fliese mit einem Aufkleber drauf, auf dem irgendwie Text ist, vermutlich Durchgang verboten oder sowas. Und ganz oben im Dachgeschoss auf der Seite, gilt auch für die andere Seite, haben wir gar nichts mehr. Das Dach ist halt nicht mehr ausgebaut. Ist einfach nur außen, um die Optik zu haben. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Wesentliches vergessen auf der Seite. Dann können wir uns mal die andere Seite anschauen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das Gebäude ist, ey, das ist echt riesig. Also, Hammer. So, gar nicht so einfach. Hier haben wir natürlich dann die andere Seite des Erdgeschosses. Da sehen wir das vielleicht auch. Hier befindet sich der Kassenbereich. Dann gehen hier die Treppen nach oben ins Erdgeschoss und wieder in die Empore, wo ich dann auch auf der Seite rauskommen würde. Und dann auf der anderen Seite, auf der wir gerade waren, kommt man in die zweite Etage. Hier kommt man nur von der ersten Etage hoch. Ja, hier gibt es im Erdgeschoss auch wieder fantastische Regale mit sehr, sehr viel Klimbims drin. Da haben wir irgendwelche Scherzartikel. Kann man sich überlegen, was es sein soll. Hier hinten sind sogar so, ja, wie so Silvester Feuerwerk, es steht Boom auf der Box drauf und vielleicht kann ich die mal rausnehmen. Ach nee, das muss ich hier zeigen. Hier hatte ich nämlich so ein bisschen Probleme mit den Aufklebern. Das war aber auch nur hier der Fall. Das kriege ich jetzt nicht raus, das muss ich euch in der Nahaufnahme zeigen. Auf den 2x2 Bricks ist oben so ein Rand draufgeklebt. Der geht einmal komplett um den Brick rum. Und da sind die Aufkleber minimal zu kurz, also wirklich ein Millimeter. Das reicht nicht komplett um den Brick herum. Da fehlt am Ende ein Millimeter. Bei den 1x2 Bricks, die hier sind, mit Aufkleber drumherum, da passt es fantastisch. Da ist es nicht zu kurz. Ansonsten waren alle anderen Aufkleber gut aufzukleben. Alle anderen haben gepasst. Wir haben immer mal wieder so ein paar kleine Aufkleber. Hier in dem Regal auch. Da ist eine Fliese verbaut mit so einer Schneeflocke drauf. Da steht hier irgendwie so ein Kristall in dem Regal noch. Und hier oben ist noch ein Regal, das kann ich euch noch zeigen. Ist das hier oben? Na, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gezeigt. Das ist gar nicht so einfach. Da sind ganz viele
Skulpturen oder so drin, verschiedene Tiere. Von Hund über Hühnchen, eine Ziege ist da, ein Pferd, also verschiedene Köpfe auf so einem komischen Körperteil aufgesteckt, die waren alle in so einer Gussform, also ich glaube 12 oder 16 Stück, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, alles verschiedene Tiere, die habe ich so vorher noch gar nicht gesehen, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Finde ich klasse. Ansonsten hätten hier aber auch tatsächlich hier und da nochmal ein, zwei Regale reingepasst, um dann das Ganze nicht irgendwie ganz so verloren aussehen zu lassen. Wenn man hier oben guckt in die obere Etage, da ist dann auch wieder nichts zu finden, außer mal so ein Kelch, der da in der Ecke steht. Mehr ist da dann aber auch nicht. Dachgeschoss gilt das Gleiche, ist auch hier nicht ausgebaut. Und wie ihr seht, ist es halt nichts gefliest. Ich war ganz kurz erst enttäuscht. Am Ende dachte ich mir aber dann, puh, zum Glück musste ich das nicht fliesen. Spart natürlich auch nochmal 1000 Teile. Dann haben wir hier einen Kronleuchter hängen, der ist nicht gerade klein, der ist sehr groß. Und an dem Kronleuchter hängen unten so goldene verzierende Elemente dran. Und eigentlich hätte hier in der Mitte auch noch eins dran gemusst. Das konnte ich aber leider nicht dran machen, weil das ein Fehlguss bei mir war. Da war die Aufnahme für den Stud einfach nicht komplett ausgegossen. Kann ich vielleicht gleich noch bei den Teilen hier zeigen. Dementsprechend hatte das keine Klemmkraft. Gilt das Gleiche. Ich schreibe den Händler da einfach mal an, weil hier ja auch eine Hand fehlt. Das ist eine tannfarbene Hand. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo eine tannfarbene Hand nochmal habe. Keine Ahnung. Dass ich da einfach ein neues Teil bekomme und das Teil, was hier einen Fehlguss hat. Das klappt eigentlich auch mit den China-Händlern oder beim Hersteller direkt mittlerweile unproblematisch. Das dauert natürlich nur ein paar Wochen. Ja, ich finde das Gebäude eigentlich echt klasse. Also optisch finde ich es sehr gelungen. Bei mir passt es jetzt eigentlich nirgendwo wirklich hin. Ich wollte es halt mal ausprobieren, weil ich ja auch den magischen Zug gebaut habe. Ich habe sogar noch ein zweites Gebäude aus der Reihe gekauft. Das ist noch nicht angekommen. Mal schauen, ob ich da auch noch ein Review zu mache. Insgesamt gibt es halt vier Gebäude, wie gesagt. Ich würde das Ganze mal wieder zusammenklappen. Ach, nee. Bevor ich das zusammenklappe, eigentlich kennt ihr ja die Türen von Mold King. Die Türen bei Mold King sind klasse. Die haben genug Widerstand, nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber hier ist eine Tür bei, die ist nicht so klasse. Muss ich mal schauen, wie ich das jetzt zeige. Jetzt ist natürlich der Vorführeffekt, jetzt ist es zugefallen, ich kriege es nicht mehr auf. Die flattert halt etwas hin und her. Ist man eigentlich nicht von Mold King gewohnt, betrifft aber auch nur diese Tür. Alle anderen Türen, hier sind nochmal im Erdgeschoss zwei weitere Türen, eine orangene auch, dann ist hier nochmal ein Hinterausgang, eine braune Tür. Die sind alle super, die haben genug Widerstand. Hier oben innen drin die Tür, die ich da hatte zum Geldlager, die hat auch genug Widerstand. Das betrifft echt nur diese eine Tür, die, ich sag mal, Blue Bricks typisch eigentlich schon so sehr, sehr hin und her wackelt. Vielleicht eine Charge mal gewesen, die nicht ganz so dolle ist. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil wie gesagt, ich spiele damit nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich dieses Set hinstellen soll, weil bei mir ins Regal hinten passt es wahrscheinlich aufgrund der Größe nicht drauf. Ich habe es auch nochmal ausgemessen. Wie gesagt, 40 mal 40 Fläche, hat eine Breite von 32 mal 32 cm und eine Höhe von 37,5 cm hier am höchsten Punkt vorne. Also könnt ihr euch mal mit einem Zollstock oder sowas ausmessen, wie groß dieses Gebäude dann doch ist. Also schon überdurchschnittlich groß für so ein modulares Gebäude. Ich würde sagen, ich klappe das hier jetzt mal wieder zusammen. Vorsichtig, zack. Dann müssen wir auch das Dach hier wieder drauf machen, was man ja runternehmen muss, um das Gebäude zu öffnen. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz zur Bauanleitung, die aber auch nicht wirklich problematisch war. Da waren aber ein, zwei kleine Fehlerchen, die sich da eingeschlichen haben. Hier übrigens noch die Beleuchtung. Das Gebäude kommt wie von Mold King in letzter Zeit eigentlich immer mit Beleuchtung. Ich habe sie nicht mehr eingebaut. Das habe ich ja das erste Mal bei dem Starbucks von Mold King gemacht. Habe ich mich total gequält. Bei der Art Gallery, die ich gerade gezeigt habe, habe ich es dann schon nicht mehr gemacht. Und ganz ehrlich, hier mache ich es auch nicht. Das sind auch nur solche LED-Streifen und ein, glaube ich, 1x4er-Brick, den man da irgendwo hinkleben würde. Die Anleitung muss man sich dann über WeChat runterladen oder irgendwo anders herbeziehen. Ist nicht in der normalen Bauanleitung drin. Ich habe keine Lust mehr gehabt, diese Beleuchtung einzubauen. Das hat mir bisher nicht so gut gefallen.
haben wir hier nochmal ein paar Ersatzteile. Ist ein bisschen mehr tatsächlich. Hier ist auch nochmal dieser Fehlguss, den kann ich zeigen. Hier seht ihr das hoffentlich, dass der Stud da oben irgendwie nicht ganz komplett gegossen ist und da fehlt dann einfach die Klemmkraft. So, ich würde sagen, Bauanleitung, habe ich mir ein, zwei Notizen reingemacht, ist ein ganz schön dickes Buch, da habt ihr ein bisschen was. Wie viele Bauschritte haben wir? 532 Bauschritte insgesamt. Die Bauanleitung von Mold King ist eigentlich klasse soweit. Hier ist der Stickerbogen, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Ist aber noch nicht ganz so viel. Hier unten, das sind die langen Aufkleber für die Bricks, wovon die langen nicht ganz gereicht haben. Da fehlte wirklich halt ein Millimeter, um einmal um den ganzen Brick herumzukommen. Dann habe ich mir hier eine Notiz gemacht, und zwar ein sehr, sehr kleiner Fehler, der euch keine Probleme im Bau bereiten sollte, aber hier im Bauschritt 44 ist in dem Teilekasten ein grauer 1x1 Brick abgebildet. Aber ihr sollt ja keinen grauen verbauen, ihr habt in dem Moment keinen grauen 1x1 Brick mehr, sondern hier ist ein, daneben ist ein Trans Blue Brick und eigentlich sollte der graue ein, ich glaube, so ein lila transparenter Brick sein, weil wenn man das Schaubild guckt, wo es verbaut wird, da findet ihr dann den blau transparenten und den lila transparenten Brick. Ist einfach nur ein kleiner Fehler, der sich hier eingeschlichen hat. Nicht weiter problematisch. Ich habe hier aber noch zwei Notizen drin, mal gucken, was das war. Genau, hier habe ich nochmal die Notiz reingemacht, das habe ich vorhin ja erzählt, mit den Fensterscheiben. Ihr seid hier bei Bauschritt 110, ich glaube im Bauabschnitt 2 noch zugange. Baut die Fenster, da gibt es aber die Fensterscheiben nicht. Die Fensterscheiben sind dann in Bauabschnitt Tüte 8, habe ich mir aufgeschrieben. Also, wenn ihr die Fenster braucht, müsst ihr in die Tüte 8 gucken und euch da die Scheiben rausnehmen. Die braucht ihr dann in mehreren Bauabschnitten. Die letzte Notiz, das war nur der Hinweis mit den Aufklebern, damit ich das nicht vergesse. Um die Bricks herum, diese Geschenke sozusagen, dass die Aufkleber zu kurz waren. Der Rest der Bauanleitung war klasse. Hier auf der Rückseite sieht man auch nochmal die anderen Gebäude, die 16, 038, 039 und 040. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in den Kommentar, ob ihr an diesen Gebäuden interessiert seid. Dann schaue ich, dass ich bei meiner nächsten Bestellung bei Mold King, wenn ich da eine größere Bestellung aufgebe, eventuell auch mehr Sets aus der magischen Welt mitbestelle. Eventuell auch das Set, wenn ihr daran Interesse habt. Ich hatte sehr, sehr viel Bauspaß. Ich finde es klasse, dass sehr viele große Teile verbaut sind. Also es ist kein Fliesen, 1x1 Fliesen-Spaß, den man hier hat oder so, sondern sehr, sehr viele große Teile, die man mit Sicherheit auch woanders noch verwenden kann. Und dementsprechend kommt natürlich auch dann dieses Volumen des Gebäudes zustande. Ich denke, mit dem Set war es soweit. Jetzt ist es so, ich bin in den nächsten Wochen im Urlaub. Das heißt, das Video, was jetzt hier ist, wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein für die nächsten 4 Wochen. Ich bin jetzt ab Freitag, ich glaube 13. August ist es, der Freitag oder Samstag, nicht mehr in Deutschland. Wir machen einen kleinen Roadtrip nach Norwegen und durch Norwegen für ein paar Wochen. Ich bin erst im September wieder da. Das heißt, es wird bis dahin auf meinem YouTube-Kanal kein Video geben, weil ich auch nichts vorproduziert habe. Da habe ich halt nicht so die Zeit zu. Ich mache das ja nebenberuflich. Ich baue dann immer meine Sets und dann stelle ich die hier vor. Das passt aber zeitlich nicht so, dass ich für 4 Wochen, die ich jetzt nicht da bin, hätte Sets im Vorfeld bauen können, um dann die Videos nach und nach auf meinem YouTube-Kanal freizuschalten. Ich bitte das zu entschuldigen, aber wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, Anfang Mitte September ist das dann, dann werde ich auch die nächsten Sets bauen und bis dahin werden auch weitere Sets in meinem Shop da sein. Ich gebe auf jeden Fall noch eine Info raus, schaut dann gern vorbei und sagt mir gern Bescheid, ob ihr auch diese Sets aus der magischen Welt im Shop sehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst nach dem Urlaub wiedersehen. Bis dahin könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da gibt es natürlich dann auch Updates, wann ich wieder da bin. Link zum Instagram-Kanal und alles Weitere ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Auch euch wünsche ich natürlich noch, wenn ihr Sommerferien habt, schöne Sommerferien. Wenn ihr berufstätig seid und Urlaub habt, wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub. Und wenn ihr arbeiten müsst, dann macht das Beste draus. Entspannt euch mit einem schönen, tollen Set und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Mach's gut und ciao.